Hallo und willkommen zu meinem mittlerweile dritten Video über Kommunismus. Ich habe für meine beiden letzten Videos zum Kommunismus viel Kritik kassiert. Zum einen von Vollidioten, die denken, ich würde das unterstützen. Und zum anderen von Kommunisten, die sagen, ich stelle das nicht vernünftig dar. Das Problem ist, Kommunismus hat keine genaue Definition. Das habe ich auch im letzten Video, was hier gerade läuft, schon erwähnt. Kommunismus ist recht schwammig, weil alles, was wir haben, ist eine ungefähre Definition von Engels und ein paar Grundgedanken. Kommunismus ist eigentlich nur eine klassenlose Gesellschaft, in der das Produktionseigentum allen gehört. Demnach, es ist halt etwas schwer darüber zu diskutieren, wenn die Definition von jedem anders aufgefasst wird. Das ist erstmal kurz dazu. Jetzt wollte ich Ihnen kurz erzählen, warum ich das überhaupt mache. Ich mache Kommunismus-Videos darum, weil Kommunismus in den Köpfen vieler Menschen immer noch dieses gruselige, böse Monster ist, das irgendwann kommt und die Kinder frisst. Wobei es eigentlich nur eine, ja, Grundideologie ist, die nicht schlimmer ist als Kapitalismus. Ich persönlich würde sagen, es ist sogar weniger schädlich als Kapitalismus, aber das muss man später mal irgendwann ausdebattieren. Also, wo war ich? Egal, ich schneide das jetzt nicht raus, es ist halt nur ein paar Gedanken zum Thema. Also, ich mache das, weil ich den Kommunismus halbwegs begreiflich darstellen möchte und möchte, dass die Leute mit dem Thema beschäftigen, weil ich denke, Kommunismus ist bis zu einem gewissen Grad wirklich eine Lösung für Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ich halte Kommunismus jetzt nicht für die perfekte Oberlösung, ich halte es aber auch nicht für sinnlos böse, wie das viele andere noch haben. Ich denke, Kommunismus ist wie Kapitalismus eine Art, mit der Gesellschaft umzugehen, und Kommunismus würde wahrscheinlich viele Probleme lösen, die der Kapitalismus erzeugt hat. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas war noch, ich weiß nur gerade nicht was. Ach ja, Umsetzbarkeit. Das ist jetzt rein subjektiv, aber ich kann es einigermaßen begründen. Also ich halte Kommunismus nur in zwei Arten für umsetzbar. Entweder in kleinen Gruppen, wie es zum Beispiel bei Klöstern der Fall ist. Das ist, so Klöster ist im Grunde Grundfall, so Grundlagenkommunismus, genau wie bei den Hippie-Kommunen. Darum auch Kommunismus, Kommune. Ja. Das hat einen guten Grund, warum das so heißt. Und das andere wäre halt weltweiter Kommunismus. Den halte ich allerdings nur über sehr viele Umwege für umsetzbar, weil weltweiter Kommunismus setzt voraus, dass alle Menschen wirklich mitmachen. Und das heißt, dass wir bei den Europäern und Amerikanern erstmal, ja, die Lebensumstände verschlechtern müssten, damit dann halt alle dieselben Grundvoraussetzungen haben. Und ich glaube nicht, dass Europäer und Amerikaner da mitmachen würden. Weil sehen wir es realistisch, wenn alle so leben würden wie Europäer, bräuchten wir, ich glaube, es waren 20 Planeten, um die Rohstoffe dafür zu haben. Bei Amerikanern wären es, glaube ich, über 50 Planeten für die Rohstoffe. Das heißt, es geht nicht. Wir müssten halt für Europäer und Amerikaner die Lebensumstände verschlechtern, damit die halt für alle anderen besser werden. Und ich glaube nicht, dass Amerikaner und Europäer da mitmachen werden. Ja, das wäre schon wieder zur Umsetzbarkeit. Sonst, ja, ich wollte euch noch fragen, ob ihr irgendwas zum Kommunismus wissen wollt, was ich euch erklären sollte, oder ob ich irgendwas allgemein nochmal machen soll zu dem Thema. Sonst wäre es das größtenteils. Ich kann nicht mehr erklären, als ich selber davon weiß. Und viel mehr als das, was ich euch bisher erzählt habe, weiß ich nicht. Man kann es ungefähr definieren. Ich habe euch was zur Umsetzbarkeit erzählt und zu ungefähren Mechaniken. Ich greife Kommunismus später nochmal auf in einem, ja, ich habe jetzt ein Video vor ein paar Minuten gemacht. Ich habe einen Artikel gelesen, dass Kinder so unheimlich blöd sind, also Jugendliche mittlerweile so unheimlich blöd sind, dass sie nicht mehr zwischen Demokratie und Diktatur unterscheiden können. Da mache ich dazu noch eine Serie. Ich mache dann wahrscheinlich Kommunismus da noch als Zwischenfolge irgendwann rein, aber das wird nicht großartig irgendwas Neues bringen. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch was hören wollt zu dem Thema,
Sagt's mir bitte, sonst wär's ja es jetzt mit Kommunismus. Ja, das wär's von mir. Schönen Tag noch. Sagt mir eure Meinung zu dem Thema, falls ihr eine habt, was ihr noch wissen wollt, in den Kommentaren. Und sonst war's das dann von mir. Ciao.